Darin, let's play. Ja, meine lieben Zelda-Kollegen und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei der Prüfung des Schwertes, wo wir getestet werden, ob wir den Masterschwert überhaupt würdig genug sind das Masterschwert in seiner vollen Stärke schwingen zu können. Wir haben hier mehrere Ebenen zu absolvieren. Wir sind jetzt gerade in der dritten Ebene, wie man unschwer erkennen kann. Und wir schlagen uns bisher ziemlich gut. Wir verwenden primär die Bomben. Ah ja, jetzt. Jetzt fängt es schon an, ein bisschen interessanter zu werden. Jetzt nicht unbedingt schwer, aber interessanter. Ne? Ah, okay, jetzt kommen die Dicken. Ja gut, mit der Bombe ist das ja ziemlich einfach bis jetzt. Da müssen wir uns auch nicht irgendwie hier anstrengen, wirklich bisher. Oh, da ist schon der nächste. Ja, wir kriegen das schon hin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier die Prüfung mit Bravour meistern werden. Ich meine, warum nicht? Hey, du da, lauf doch nicht weg. Ich hab da was für dich. Nein, hier, ein Geschenk. Nimm. Du Blödmann. Nimm. Da! Das war's schon. Ebene 3 war die leichteste von allen bisher. Na gut, von mir aus. Ich muss nur niemals die Waffe zücken. Wir haben alles mit den Bomben erledigt. So, gucken wir mal hier, ob es hier vielleicht trotzdem irgendwo eine Waffe zum Finden gibt. Irgendwo eine Axt, die am Baum lehnt oder so. Aber das sieht nicht so aus. Okay. Dann gehen wir da einfach mal zur Ebene 4. Von, ich weiß nicht wie vielen. Überspringen. So. Steht da irgendwann noch finale Ebene? So, da ist schon wieder so ein komischer Baum. Ebene 4. Was? Ich höre Schweine grunzen. Hier ist keine Musik. Das mag ich nicht. Na, da sieht uns einer. Nein. Der darf uns nicht sehen oder sollte uns nicht sehen. Das finde ich nicht so gut. Okay, bisher läuft alles nach Plan. So. Kacke, der hat uns gesehen. War so nicht geplant. Ich wollte ihn eigentlich von hinten erledigen. Aber wir sind jetzt wieder versteckt, glaube ich. Ne, sind wir nicht. Da kommt schon einer mit einer fetten Keule, oder? Was macht er denn mit der Kamera? Okay. Für komische Geräusche. Ich glaube, einer hat uns entdeckt. Hinter uns einer. Ja, da kenne ich nichts. Bevor der hier Alarm schlägt oder so. Müssen wir den platt machen. Da oben ist nämlich ein blauer. Ich meine, blau ist jetzt eigentlich kein Problem, ne? Aber muss ja jetzt nicht schwerer gemacht werden, als es ist. So. Wir gehen das hier schön ruhig an. Weil ich möchte so wenig Leben verlieren wie möglich. Je weniger Leben wir jetzt nehmen müssen, desto mehr haben wir hinterher zur Verfügung. Hier, Post für dich. Ey. Ha.
Okay, komm mal her. Stehen. Schade. Da muss doch gehen. Da kriegen wir schon hin, ohne dass wir da die Waffe benutzen. Pass auf. Halt die Klappe. Der ist runtergeflogen. Der sagt hoffentlich nichts mehr. Ja, der ist kaputt. Sehr gut. Der ist kaputt gegangen, aber wo ist sein Schwert? Der hat ein gutes Schwert gehabt. Ah, toll. Ah, da. Direkt im Busch. So. Hier war auch noch ein gutes Schild irgendwo. Ich habe eigentlich gedacht, wir haben alle erwischt, aber irgendwo ist wohl noch einer. Das macht Spaß, so ein bisschen taktisch hier voranschreiten. Finde ich gut. Ah, ein Reisebogen. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Nehmen wir direkt den Bogen. Ah, nee. Bockbogen ist besser. Gott. Direkt den besten ausrüsten. Tja. Da haben wir noch eine magnetische Kiste. Machen wir kaputt. Pfeile drin, sehr gut. Ich glaube, da, ja, da oben ist noch ein Gegner. Okay. Alles klar, den schnappen wir uns dann. Einmal bitte die, genau, die Holzfäller-Axt. So, ganz viel Klamotten zum Essen. Bisher perfekt. Keinen einzigen Kratzer abbekommen. Kann so weitergehen. Ist aber auch Feuerpfeil. Okay, genau. Das ist jetzt nicht schlecht. Den brauchen wir an der Stelle. Um es jetzt zu vereinfachen. Ich glaube, da ist nämlich ein blauer da oben. Wenn es ein roter ist, kann ich einfach hochkraxeln und den runterkloppen. Also ein roter. Dann gehen wir da so hoch. Dann wäre ich ja doof, wenn ich das anders mache. Ach, toll. Mann, nur weil der da oben, was weiß ich, doofe Klamotten gemacht hat und explodieren musste. Ist egal, wir haben ein bisschen Leben verloren. Schöne Lanze haben wir gekriegt. Ich esse jetzt aber nichts. Ich hoffe, dass man irgendwo mal was kochen kann. Da hoch muss ich wahrscheinlich nicht mehr. Also, sind wir jetzt schon bei Prüfung 5? Stufe 5, glaube ich. Oder 4 oder 6? Weiß ich nicht. 5 mindestens. Aha. Level 5. Da kommen jetzt auch schon die ersten Moblins. Sehr schön. Ja, von hinten überraschen, ne, würde ich mal sagen. Mit entsprechend Damage, damit die direkt sterben. Ich glaube, die Reiselanze reicht da nicht aus. Da muss schon eine Bobkeule ran. Die Frage ist, wie laufen die Gegner, ne? Ja, okay, das war jetzt doof. Ich würde ihn eigentlich erwischen von hinten. War aber wieder zu ungeduldig. Erste Waffe ist hinne. So. Aber die anderen haben nichts davon mitbekommen im Idealfall. Ja, nee, die haben nichts mitbekommen. Da oben können wir jetzt noch. Ja, schon mal ein bisschen Chaos stiften. Die sind nicht tot, aber sind schon mal ordentlich angeschlagen, die Viecher. Aufpassen. Aufpassen.
So, jetzt sind Dicken da. Ach, verdammt, der hat mitbekommen, dass wir das waren. Na gut, doof ist er nicht, ne? Nee, dann mache ich jetzt ungern. Toll. Nein, wir brennen. Alles brennt. Kacke. Wir haben unser Schild verloren. Das ist nicht so gut. Genau das soll nicht passieren. Aber wir haben uns so gut angestellt und jetzt auf einmal so schlecht. Ich meine, wir kriegen nicht auf die Fresse oder so, aber das ist taktisch jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, möchte ich mal meinen. Ja, okay, nächste Ebene. Ja, aber fand ich nicht gut. Fand ich nicht gut, die Runde. Die anderen waren taktisch sehr gut durchdacht, hat alles funktioniert und hier ist schon wieder ein bisschen zu überheblich. Ich meine, klar, so kann man das wahrscheinlich auch schaffen. Aber hier ist ein Schild, glaube ich. Ah, nee, Grillgeflügel, ah, lecker. Gib die Waffe ja, bevor sie verbrennt. Stachelbockkeule, sogar so eine gute. Röstspurtlotus, okay. Hatten wir noch nie. Tja, warum auch nicht, ne? So, die Waffen werden langsam besser. Jetzt können wir so ein Röstding schon mal zu uns nehmen und essen, ja, okay. Also, Ebene 6. Wie viele Ebenen gibt's? Unendlich? Ich weiß es nicht. Ah, ein Ivarok. Das wird lustig. So, erstmal umgucken. Nicht, dass hier noch neben den Ivarok andere Gegner auf einmal auftauchen. Das kann ja durchaus sein. Da habe ich nämlich dann wenig Lust drauf. Das ist jetzt wohl der erste Boss. Mehr oder weniger. Was? Da ist gar nichts drin. Ist wohl nur gedacht, um das beim Ivarok auf den Rücken zu kloppen. Ja, okay. Dann ist das so. Das wird jetzt lustig, Ivarok. Ah, hier sind Pulverfässchen. Ah, okay. Ich habe doch Pfeile. Wir machen mal so ein Feuerfeuer. Zieht ein bisschen was ab. Sehr gut. Dann nehmen wir dafür eine Waffe. Die mit den größten Wumms am besten. Hallo. Darin war ich ja noch nie gut, Ivaroks auszuweichen. Runter, bevor der hier... Ja, ich hab's gewusst. Ja, sehr gut. Mann, was macht der denn, der Affenkopf? Wo ist der Baum? Hier. Der Baum hilft uns. Mann! Hat zwar nichts abgezogen, aber regt mich schon wieder auf. Ach, das geht doch nicht. Der Hess. Sag ich da nur. Wirf. Kann ich direkt nochmal auf den Rücken springen von denen, ne? Ja, den haben wir. Den haben wir, rein theoretisch. Sehr schön. Was für eine Geburt. Ja, das funktioniert schon. Irgendwie.
Kein Loot? Ja, war ja klar. Wenn es normal das Spiel wäre, dann hätten wir jetzt Loot. Aber pff, ist ja nur Prüfung. So, weiter geht's. Ebene 7. Der nimmt kein Ende, glaube ich. Oder ist jetzt Ende? Ah, wir kriegen schon Belohnung oder wie oder was? Ebene 7, Schwertprüfung 1. Sind denn Gegner? Ah, hier kann ich kochen und so. Fackelschwertling. Ah, einmal ausrüsten, bitte. Ne? Finde ich ja gut. Nein, die Fee, da ist eine Fee, die fliegt weg. Ich gehe kaputt hier. Leckt mich am Arsch. Drecksvieh. Anstatt die einfach da bleibt. Nee. Ich flieg weg. Kann doch nicht Sinn der Sache sein. Komm daher, Fisch. Du willst es doch auch. Ja. Ja, eine Fee weniger. Ist doch scheißegal. Kriegen wir ohne Fee hin, ne? Psst. Kloppt. So. Da machen wir mal die Truhen auf. Drei Stück an der Zahl, sehr schön. Goshin-Schild, gut. Nehmen wir. Zashin-Gutschwert, auch das nehmen wir. Dann haben wir hier. Oh. Ah, eine Sanderlanze, natürlich. So, jetzt können wir noch ein bisschen kochen. Eventuell, wenn wir das wollen. Und zwar, wir machen uns mal so Pilz, davon was, davon was. Nehmen wir, ja, komm. Ist ja gut. Kochen. Ah, lecker. So, Pilz, Pilz, Pilz. Da ein bisschen Fleisch. Fertig. Abwehrgrillteller. Abwehr ist immer gut. In die Hand, in die Hand, in die Hand, in die Hand. Da noch eine Kokosnuss dazu. Wird schon was rauskommen. Kochobst. Cool. Ich habe doch da Fleisch reingegeben. Keine Ahnung. Und rein damit. Ha. Schon wieder Kochobst. So, den Rest lassen wir. Fackel nehmen wir mit, falls wir die brauchen. Untersuchen. Wo geht's jetzt hin? Direkt weiter zur Ebene 8. Muss ja. Die Frage ist, was ist, wenn man stirbt? Okay, ist dunkel. Was ist, wenn man stirbt? Muss man dann alles von vorne machen oder ab dem letzten Checkpoint? Denn dann hätten wir ja jetzt schon... Da vorne geht's schon ab. Blauer Ex-Alfons. Elektroschleim. Da möchte ich nicht hin. Da ist auch irgendwas. Ein normaler Ex-Alfons. Okay, ist kein Problem. Normalen Ex-Alfons können wir verkloppen. Ohne Probleme. Von hinten eventuell. Ich habe schon gedacht, dass das wird. Wir machen erstmal die Billigwaffen kaputt. Sehr gut. Aha, ein Bumerang. Danke. Ah. So aber nicht hier. Boah, sowas darf nicht passieren. So, kaputt. Das hat aber ordentlich Leben gefressen jetzt, ey. Müssen wir uns jetzt heilen. Das ist scheiße gelaufen. Ist eine, da ist so eine Kiste im Wasser, ne? Ah, oh, hier sind ein paar Sachen im Wasser. Ja, man sollte vielleicht auch mal ein bisschen beobachten.
Da, raus mit dir. Kiste. Was haben wir denn da schön? Oh, aua, Fuß wehgetan. Holzpfeil mal 10. Ja, sehr gut. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall was essen. Etwas, das volle Leben gibt. Da, das gibt fast volle Leben. Ja, wobei, er erhöht die Angriffskraft. Ist ja auch eigentlich schon wieder fast Verschwendung. Aber machen wir das so. Ja, die haben schon ordentlich Leben, die Viecher. Okay. Ja, das kriegen wir hin. Das sieht bisher ganz gut aus, muss ich sagen. Ja, Reiselanze zerbricht gleich, ist aber nicht schlimm. So, nächste Waffe. Ist ja nicht schlimm, wenn wir die scheiß Billigwaffen verkloppen jetzt. Ah, sehr gut. Damit hätten wir auch diese Ebene erfolgreich beendet. Nun einmal vom Pfeil erwischt, das war das Schlimme, aber ansonsten sehr gut gemeistert. Ja. Ganz viele Holzpfeile. Röstbarsch, können wir direkt welche essen? Ja, zwei haben wir direkt genau volle Leben. Nur mal geguckt, ob hier nochmal irgendwo eine Kiste ist. Nee. Okay. Doch, da ist eine Metallkiste. Da ist vielleicht auch noch ein Item drin. Ich freue mich schon auf den Leunen, der gleich irgendwann erscheinen wird. Hallo? Das wird ein Spaß werden. Ja, die Kiste geht nicht kaputt. Das ist mir egal. Dann geht es auf jeden Fall weiter zu Ebene Nummer 9, glaube ich schon, ne? So. Da kommt schon der erste Kuckucksklanspacken. Elektrisch, so wie es aussieht. Ja, sehr schön. Da hinten ist noch so einer. Da ist erstmal eine Truhe. Die hat Priorität. Ah, die können wir so nicht öffnen. Na, warte, ich bin auch doof, ne? Doppelt öffnen. Aua, mein Fuß! Holzpfeil, yeah, geil. Alles klar, ja. Wir haben uns gesehen. Ich will seinen Elektrostab haben. Der ist bestimmt hinterher ziemlich cool, wenn wir die Gegner entwaffnen wollen. Ja, immer hinter einen auftauchen, ne? Das ist der Trick. Nein, nicht die Waffe. Fackel? Ja, komm da mal aus dem Wasser.
Kollege. So, noch einmal mit dem Pfeil, dann ist Ende. So, danke für den Stab. Ha. Danke, danke, danke. Weiter geht's zur Ebene. Ich habe schon vergessen, 10 oder sowas. Wahrscheinlich jetzt. Ebene 10. Da es eine runde Zahl ist, spricht sehr viel für einen Endboss. Sowas wie vorhin der Ivarok, also eventuell ein Hinox. Wäre die nächst schwerere Stufe eigentlich, würde ich mal meinen. So ein Hinox, ja. Ah, oder ein schwarzer Exalfons, oder was soll das sein da hinten? Ach, ein blauer. Nein, das war natürlich jetzt ein Trick. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, sehr schön. Jetzt wissen alle, dass wir hier sind. Ey! Ja, ich bin nicht unbedingt glücklich damit, dass wir jetzt schon die gute Waffe hier benutzen. Ist das ein Schwarzer? Sieht doch aus wie ein Schwarzer, der eine hier, ne? Oh, das ist ein Schwarzer. Guck mal, wie der reinhaut, der Sack. Ja. Wir müssen den entwaffnen. Der geht mir zu ab. Ja, das haben wir schon mal hingekriegt. So, der nächste bitte. So, der ist schon mal weg. Den müssen wir nochmal entwaffnen. Der hat nämlich wieder den Bogen aufgehoben. Ja, so. So, sehr gut gemacht. So kann das weitergehen eigentlich. Finde ich gut. So, dann können wir jetzt vielleicht auch mal die ganz schwache Waffe im Moment benutzen. Ja, was soll das denn? Ah. So, der erste ist schon mal platt. Der kommt hier nicht mehr raus.
Na komm, na komm. Ja, Kacke. Ja, das wär's jetzt noch gewesen, ne? Aber außer Spesen nichts gewesen. Boah, wie die hier rumfliegen im Wasser. Komm da raus, ich mach dich frisch, du Affe. So, meine Fresse, ey. War auch der letzte. Ja, das war schon. Das waren ja schwarze, ne? Das waren doch nicht nur blaue. Das wird jetzt schon langsam härter hier. Muss man sagen. So, können wir da irgendwie hin? Stimmt. Ach, ist der doof. Warum macht er das nicht? Da müssen wir mit den Eisblöcken machen. Mit den Eisblöcken. Warte, ich guck mal eben hier im Wasser so nach Truhen. Da hinten, ah, da hinten ist eine Waffe. Die hat der eine verloren. Die wir am Anfang mal geschockt hatten. Dann nehmen wir auf jeden Fall mit. Eine Exallanze. Sehr schön. Da oben hätten wir schön Ramazamba machen können mit den Pulverfässern, aber das ist immer so ein zweischneidiges Ding. Da habe ich Angst, dass ich mich selbst in die Luft jag. Deswegen lasse ich das am besten sein. So, hier haben wir ein paar Kisten. Auf. Und runter. Vielen Dank. Naja. Auf. Und runter. Was? Ja, dann nicht. Da könnt ihr mir vorstellen, dass hier eine Kiste ist. Oder auch nicht. Ja, dann gibt es hier keine Kiste. Aber ich muss was essen. Ich habe aber nichts Geröstetes, das mir... Na, dann kann ich nichts essen jetzt im Moment. Ja. Reise. Wir lassen es beim Reiseschild. Da nehmen wir auf jeden Fall die bessere Bogenklamotte in der Hand. Nein. So, dann können wir auch schon wieder zur nächsten Ebene. Ebene 11 oder sowas schon. Geil. Ja, meine Kollegen. Ebene 11 muss dann doch noch ein bisschen warten. Denn, die Folge ist mal wieder vorbei. Ja, einfach so. Wir kommen sehr, sehr gut voran für den Moment. Wobei das auch schon wieder ziemlich stark anzieht hier vom Schwierigkeitsgrad her. Also, ja, wir müssen ja nur einen Moment lang unachtsam sein, dann können wir sterben. Wenn so ein Schwarzer reinkloppt mit einer fetten Waffe, dann kann schon direkt vorbei sein. Deswegen, wir müssen schon ein bisschen taktisch vorgehen, so wie bisher, aber noch ein bisschen mehr eigentlich, ja. Ich fand das jetzt ganz gut, wie wir da diesen Elektrostab eingesetzt haben, um die zu entwaffnen. Das ist an sich eine sehr gute Idee, weil ohne Waffen machen die keinen Damage, auch wenn sie dann silber, schwarz oder was weiß ich sind. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Das müssen wir weiter ausbauen. Gut, ich hoffe, dass wir in der nächsten Episode dann die nächsten Ebenen, die noch auf uns warten, auch mit Bravour meistern. Und ja, gut, werden wir dann sehen, ne? Das war's soweit. Ich verabschiede mich. Bis morgen. Ciao.